Sascha, Fröhl Video Production. Dieses Video ist für dich. Du hast uns nach unserem Lieblings-Bushcraft-Gegenstand gefragt. Und es sollte irgendwie auf die Amüsant oder sowas sein. Also die meisten Menschen hätten wahrscheinlich gedacht, im Bereich Bushcraft, dass mir Messerle Lieblingsgegenstand ist. Nicht so lustig. Viele kennen mich und wissen, wenn es um Bushcraft kommt, geht es auch um Essen. Ich mag Knoblauch. Vielleicht auch nicht so lustig. Ich weiß ehrlich nicht, was ich da antworten soll. Aber wenn es um eine Geschichte geht, eine kurze, dann würde ich sagen, mein Lieblingsgegenstand im Bereich Bushcraft ist meine Kopfbedeckung. Es hat gerade richtig geschüttet. Das Ding ist von oben pitschenass und ich spüre ein bisschen die Ränder. Kann ich schon spüren. Dass sie feucht sind, aber ich mag meinen Hut und meine Frau hat mir den Hut mitgebracht aus Odessa. Fand ich eine richtig gute Geste von ihrer Seite. Ich mag meinen Hut, weil ich ihn im Sommer auf habe zum Schutz vor der Sonne, denn ich bin ziemlich empfindlich und Sonnenbrand ist eklig. Jetzt bei Regen, Guss ist er immer das Gröbste abhaltend. Und tja, was soll ich noch sagen dazu? Wenn ich jetzt Nüsse sammeln würde, könnte ich ihn als Gefäß nehmen. Der hat so einen Kinnriemen. Zum Beispiel hier die Walnüsse könnte ich sammeln, wenn sie reif wären. Da vorne sind die Kirschen, die Wildkirschenreif, können die ein bisschen was reinsammeln. Ich kann, wenn ich richtig Durst hätte und mein Lager ist nicht direkt am Wasser, ich kann dann ein Stückchen Plastikfolie reinlegen in den Hut und so den Hut als Traggefäß für Wasser nehmen. Ja, ist so. Nicht lustig, aber ich wollte nicht das. Nichtsdestotrotz, wenn wir geantwortet haben und dir zu deinen 100 Abonnenten glückwünschen. Ich denke, dass du viele über deine Knoten-Videos gewonnen hast, viele Abonnenten. Das ging mir jedenfalls so, weil du wirklich sehr deutlich, präzise, genau gezeigt hast, close-up, wie diese Knoten gehen. Wozu man sie braucht, deswegen habe ich dich abonniert. Da freue ich mich immer über ein neues Video von deiner Seite. Mach weiter so, ich glaube, die nächsten 100 sind ja gewiss. Also, hasta la vista.